So, meine Freunde von nah und fern. Ist wieder soweit. Sonnenuntergang dauert noch ein bisschen. Aber geil war, ja, heute war, habe ich das Krippel mit Star Wars Fans voll gemacht. Currywurst essen gewesen. Direkt eingesehen mit einem Star Wars Shirt und Käppi. Dann gehe ich gerade hier wieder ins Dorf runter, um mir nochmal Bier zu holen. Und zwar, was habe ich denn heute hier? Bin gespannt, was das ist, wie das schmecken tut. Mache ich gleich auf. Also Biertest geht weiter. Auf jeden Fall gehe ich ins Dorf runter, treffe direkt einen mit Cantina-Band-T-Shirt schon. Ist so, doofe Frage, bist du kriegt der Sterne-Fan? Also ja, sicher. Ne? Super. Ja, und dann gerade in der Bäckerei unten, ich mir noch eine Seele gekauft. Dann natürlich die nette Bäckerei-Fachverkäuferin. Sie so, oh, schönes Shirt. Ich so, danke. Und sie so, ich bin auch Fan und erzählt mir von den neuen Filmen. Und dann direkt erstmal über Conventions gequatscht. So, sie fährt auch immer nach München, nach Stuttgart halt, auf der Comic-Con. Also hat auch selber Kostüm. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was für ein Star Wars-Kostüm. Und das andere ist irgendwie so ein Lego-Männchen, sagt sie. Voll gut. Muss sie ja die Tage erstmal noch Werbung machen für Midnight Figure Feature. Ne? Soll sie sich mal angucken, damit wir im Schwabenland ja auch ein paar Views kriegen. Wäre ja schon mal nicht schlecht. Guck mal, da hinten sind auch voll Leute. Die checke ich aber nachher ab. Ich probiere, da kommt der Zeppelin wieder. Und täglich fliegt der Zeppelin. Übrigens auch geil. Heute abgecheckt, kostet zwischen 250 Euro und 860 Euro irgendwie. So zeige ich euch aber dann nochmal die Prospekte. Unglaublich. Also, ja, da kaufe ich mir dann lieber einen Java im Plastikmantel für, als so einen Flug zu machen. Ne? Wenn ich die Paras hätte. Oder dafür. Ansonsten, ja, mache ich jetzt erstmal die Bierverköstigung Nummer 23 oder so. Wir schauen mal. Ne? In diesem Sinne sage ich mal, ich muss hier mal gucken, was hier los ist. Morgen vielleicht nochmal da zu diesem Oldie-Auto treffen. Schauen wir mal, was da geht. Und ansonsten, ja, checke ich jetzt mal hier erstmal ab, was hier los ist. Aber hier ist geil. Ich wusste, dass hier Leute abends auf jeden Fall am Strand sind. So, regnet jetzt auch nicht mehr. Jetzt werde ich mich von innen befeuchten. Und der geneigte Star Wars-Fan liest auch am Bodensee Star Wars Magazin. Ne? Wie sein muss. Alles dabei. Aber jetzt auf zum Bier, verdammt nochmal. Ich habe Brand. So, ich probiere nochmal, nachdem die Kamera wieder nicht angeht. Irgendwas stimmt hier mit meinem Startknopf nicht. Also, Leibinger Edelbier, vollmundig und markant. Gebraut auf dem Ravensburger Bierbuckel. Ja, ich buckel mal rein, habe ich ja schon einen Schluck. Wässrig, ja, ein bisschen herber. Geht halt nicht so bei Dortmunder Bier, ne? Das merkst du immer wieder. Aber... Wie gesagt, hier, Heimatliebe, ne, gebraut, Heimatliebe aus der Region. Jetzt haben wir noch 5,5%. Hopfen, oh, hier, guck mal hier, hier hast du aber so Charakterdings. Hopfennote 3 von 5, Alkohol 4 von 5. Charaktervoll und feinwürzig, Stammwürze 12,5. Ah, da haben wir es wieder, wie unser Union Export mit einer Stammwürze von so und so viel. Witze, da oben ist übrigens der Zeppelin schon wieder. Oh, jetzt fahren die ganzen Oldies hier vorbei. Also ich meine die Autos. Die kommen ja jetzt von dem Classic-Ding da, ne? Ja, aber ist auch sehr wässrig. Also finde ich jetzt auch nicht so gut. Muss man mal probieren, wie das nächste schmeckt. So, also. Ja, komisch. Komische Sorte. Egal, ich trinke langsam. Da ist er wieder. Ach ja, Belichtung heller. Ja. So, jetzt sehen wir wenigstens einmal was. So langsam lerne ich das mit dem Belichten. Einfach mal heller machen, wenn es dunkel ist, ne? Ich bin ein Filmer, ey. Oh, was sind denn da hinten rum? Oh, die Enten sind auch untergegangen. Ich trinke noch mal hier. Ja gut, aber wie gesagt, ich habe schon weitaus schlimmere Biere getrunken bei uns im Pott. Wenn ich so an das Bier der verbotenen Stadt denke, oder ich als Dortmunder mag ja auch kein Brinkhoffs, habe ich ja schon oft genug gesagt, ne? Obwohl ab und zu ziehe ich mir das ja auch rein. Ja, in der Not säuft der Teufel auch alles. Aber ja, mein Gott, aber ich bin immer noch, wie gesagt, das Erdinger Export war bis jetzt immer noch das Geilste, was ich am ersten Tag bzw. am zweiten hier auf dem Stadtfest getrunken habe, in dem dicken Humpen. Das war bis jetzt das Beste. Und dann weiß ich ja nicht mehr genau, was hatte ich noch? Dieses Metzel, Mekatzer da, ich habe gerade noch eins geholt. Ich kann das schon mal rausholen. Momento, wo ist es denn? Und zwar ist das hier
Ja, Mikazza hell. Müssen wir mal gucken, was das gleich kann, ne? Aber erstmal trinke ich das hier. Das hat nur 4,9%. Okay, langsam gebraut, aber also ansonsten steht da auch nichts weiter drin, ne? Ja, die Pullen finde ich auch geil. Die sind halt so voll oldschool wie bei uns halt früher, ne? Die alten Kronenflaschen halt und so, das ist schon ganz geil. Testen wir aber erst gleich. Ich trinke erstmal das andere, ne? Also erstmal das hier. Oh, jetzt muss ich auch rülpsen. Oh, jetzt dachte ich gerade, da kleiden sich welche, aber die eine sieht aus, als wäre sie zwei. Ich versuche es nochmal. Eigentlich sieht man sie jetzt sehr klar, das heißt immer, es soll schlechtes Wetter geben. Aber, boah, schwimmen die weit raus da. Alter, ich werde auch die ganze Zeit schon angegriffen. Ey, immer in den Hals hier, Alter, wie die Vampire, ey, weißt du? Boah, ich komme mir vor, als wäre ich 15, ey, hier. Pickel, Kopf, Face, hast du nicht gesehen? Ach, das Wellenrauschen gerade. Am liebsten würde ich hier pennen, Alter. Zelt aufmachen, ach hier, Bundeswehrschlafsack reicht. Jetzt geht's aber ab hier, guck mal hier, schwere Wellen. Hör mal, brauchst du hier kein Meer, was weiß ich wo? Ich hoffe, man hört den Krach. Das ist ein anderer Schwimmer. Oh. Okay, ist das alles aufregend, ne, für so eine Stadtpflanze? Ja, aber ist eigentlich auch Quatsch. Ich kenne das ja schon, seitdem ich klein bin, ne? Seitdem ich laufen kann oder schwimmen kann. Von daher ist das ja nicht so tragisch. Aber ich teste jetzt mal das zweite Bier. Warte, ich muss eben öffnen. Ich habe ja keine drei Arme. Noch nicht. Hör mal, da kommt sogar die Sonne raus, sobald ich die nächste Flasche aufgemacht habe. So, hier nochmal, aber habe ich ja gerade schon gezeigt, ne? So. Oh, das riecht schon wieder süßer. Ja, ein helles. Ich werde langsam zum Biersommelier oder so, wa? Ja. Mehr Bier als Sommelier, ey. Ja gut, das hat erstmal nicht wieder diese Würze. Na, das ist nicht so leicht bitter. Aber auch nicht süß. Also gibt ja auch süßere halt so. Aber was soll ich sagen? Ich habe noch keins gefunden, was wie ein Kronen schmeckt. Oder in der Nähe rankommt halt, was mich dann richtig vergnügen würde. Ne? Ich hocke ja auch schon wieder wie, keine Ahnung, ey, total zusammengesackt. Ah, da trinke ich ein bisschen langsamer. Ich glaube, dann hole ich mir gleich noch eins. Dann gehe ich den Berg wieder hoch. Und setz mich da noch mal hin, wenn es dunkel wird. Schauen wir mal. Dann müsste ich mir ein Dunkelbier holen, wa? So ein dunkles oder so. Mal gucken, was auch immer. Wir gucken mal. Ah. Ja, ich früher auch nicht gedacht, dass ich am Bodensee mal Bier trinken werde. Aber so ist das. Hier noch mal Sonnenschein. Na komm, ein Schluck geht noch. Einmal probieren noch. Oh, da vorne kommen gleich die Meernixen aus dem Wasser. Ich mach mal Kamera aus. So, trinke ich mal mit der rechten Hand. Boah, in die Sonne. In die Sonne wieder. Hier. Ich weiß nicht, wie es schmeckt. Prost. Ja, das andere war besser. Muss ich mal gucken. Ich kann ja zwei, drei holen, ne? Passt schon. Also ganz ehrlich, ich glaube, hier könnte ich es auch länger aushalten. Wenn hier die Paras hast oder ein vernünftiges Haus, bist du mit dem Auto unterwegs oder von mir aus auch mit dem Moped oder so. Fahrrad bin ich ja eh zu faul. Hier lässt es sich schon gut leben, Alter, glaub mal. An das Bier kann man sich ja gewöhnen, ne? Sind eh zig Sorten, aber es gibt ja was schmeckt. Außerdem könnte man ja auch aufhören zu saufen. Aber erstmal sind die Leute hier total geil, weil die sind schon sehr gemacht, immer schön auf ruhig. Auf entspannt, das ist alles ein bisschen anders hier halt. Und ja, das macht Laune. Oh, da ist auch eine Wanderschaft da hinten. Du hast zwar viele Touris hier, aber ich glaube, hier lernst du auch die Orte kennen, wo du entspannen kannst. Und ey, die ganze Lebensart, jeder, der dir entgegenkommt, sagt dir hallo, guten Tag. Das hast du bei uns in der Stadt nicht. Das ist schon super. Prost. Ich glaube, ich höre den Zeppelin wieder. Ach, da ist er. Hinter den Bäumen. Hier ist er wieder, mein super Chronometer und Telefonograf. 17:29 haben wir. Wann bin ich losgegangen? 15:45, ne? Eine Stunde erst her.
Ja, guck mal. Aber ich muss, bevor das zu warm wird, ne, nochmal hier schön Prostata, gib ihm. Aber eigentlich muss das aber so, gegen die Sonne ist halt immer doof. Aber wie ist hier mit Hintergrund? Ein Kiosk haben wir gesehen, eine Bude. Und hier ist nada. Musst du halt zum Getränkemarkt. Und dich dann eindecken. Eieiei. Kommt das Schiff noch drauf? Achso, der biegt schon noch da. Ist auch gleich schon wieder leer, die Kanne. Last call for the alcohol. Ich gehe jetzt noch mal eine Pulle holen, dann gehe ich den Berg hoch und dann gucke ich noch mal. Na gut, bei den Wolken kriege ich den Mond gleich eh nicht mit. Aber ich guck mal und morgen früh dann nochmal zu den Oldtimern. Und dann werde ich aber die Einfahrt filmen. Das ist dann, glaube ich, besser, effektiver. So wie heute, aber das waren ja nur 60 Karren, die ich gefilmt habe. Vielleicht kriegen wir morgen alle mit. Prost und Alaska. Dann stößt du hier gleich mit den anderen zusammen, oder? Und die sind weit raus, Alter. Da laufen sie, die Bekloppten. Oh, und wieder Wellengang hier. Geil, das Stadtkind freut sich über Wasserwellen. Ja, schöner wie am Kanal. Und fährt der nochmal? Wir haben doch schon voll spät jetzt. Eigentlich auch total langweilig, weil das macht das Ding jeden Tag den ganzen Sommer lang wahrscheinlich. Nichts Besonderes. Aber egal. So. In Richtung Sonne und darüber hinaus. Da, guckt euch an. Das ist eine scheiß Sonne. Achso, die Sonne ist gerade weg, gut, kann ich reinfilmen. Fix und alle bin ich. Fick und fertig. Ja, gerade noch eben hier für Eltern nochmal Milch mit hochgebracht. Aber ich wäre eher dem Weg, hochgegangen. Da hinten ist der Zeppelin schon wieder. Ja, jetzt gehe ich hier nochmal hoch und ich habe mir gerade noch ein Bier geholt. Ein anderes, 6, noch was, sehen wir gleich. Aber guck mal, wie geil das jetzt ist. Ja, das wollte ich euch eigentlich nur zeigen. Warte, ich zoome nochmal ran. Weil jetzt blendet ja die Sonne nicht so. Aber da siehst du mal hier. Von unserer Ferienwohnung, vom Ferienhaus, kannst du hier direkt auf den See gucken. Langsam wird es dunkel, normalerweise da rechts blendet die Sonne, ist jetzt aber nicht. Ja, hier sind die Apfelbäume, aber ich habe jetzt auch gar keinen Bock auf Äpfel. Aber ich guck mal hier, da wird bestimmt der ganze Schnaps rausgemacht, der Moss. Oh, guck mal hier, schöne rote. Und hin und her. Hier vorne war das Kettensägenmassaker, hier diese Holzskulpturen, das filme ich eh noch. Das ist geil, gerade war ich noch unten am See. Ja, nur damit ihr wisst, dass ich hier einiges an Kilometern laufe. Ich glaube, ich laufe hier mehr, als wenn ich in Dortmund den ganzen Tag unterwegs bin. Mein Ticket gilt ja eh nicht hier. So, jetzt hoffe ich, dass hier auf dem kleinen Hügel keiner ist. Ich höre schon mehr Stimmen. Dass ich in Ruhe dieses andere Bier testen kann. Ich habe mir gerade Salinos geholt. Gab es ja nicht. Aber Katjas Kinder, Katzenkinder. Irgendwas höre ich schon wieder. Na, wer ist denn da? Ich weiß auch gar nicht, wo hier die Dorfjugend ist. Beziehungsweise die Dorfsenioren halt, so die über 30 und so. Keine Ahnung, was die alles machen, Alter. Hocken die alle in der Bude? Aber hier vorne hat gerade voll nach Sprühdose gerochen.
Und ansonsten gehe ich gleich hier noch ein bisschen der Giraffe am Hals ziehen. Yeah. Hier, Berg erklumm. Oh, da hat er ein Auto geklaut. Oh, da ist direkt Alarm. Ich komme den Berg hoch, ist direkt Alarm hier, weißt du? Super, der Mülleimer da unten, also ich bin nicht alleine hier. Zwischendurch wohl, weil direkt eine große Pulle Jedi-Meister da drin, also Jägermeister. Okay, ich denke, hier ist Erholungsgebiet. Da macht da direkt da jetzt der Alarm los. Das ist wie bei mir zu Hause in der Straße, da geht auch nachts immer der Alarm los. Okay, hat er ausgemacht. So, ich setze mich mal auf die Bank, hole ein bisschen Luft. Capri-Sonne liegt hier rum, ey, asozial, Alter. Boah, da hinten die Berge wieder. Aber das habe ich ja die Tage schon gefilmt. Guck mal. Boah, die sieht man nicht richtig, ne? Hier ist ein Baukran. Ich habe, warte mal, ich mache mal hier diese Einstellung weg. Sieht man es jetzt besser? Auch nicht wirklich, wa? Und diese Hupe fängt schon wieder an, ne? Ich könnte kotzen, ey. Ist das ätzend. Ein geiler Alarmsound, weißt du? Das kann doch nicht sein. Die haben doch hier einen am Sträußchen. So, guck mal da nochmal. Immer herrlich. Gut, dass ich die Videos... Ach so, hier. Ach so, hier ist die Schöpfung. Ich sag euch, Alter, die Bierschöpfung oder was? Ich war immer noch in so einem Hopfenfeld. Jetzt wäre schon fast gestolpert. Geht schon los. Gut, dass ich auch die Urlaubsvideos, ne, in mehrere Teile wahrscheinlich ja eh schneide, weil es ja zu viel ist, 14 Tage. Und mit Eltern und so kann ich ja auch nicht alles. Ne? Schönen Gruß an meine. Hallo, ihr da. So, ich pack mal aus eben. Ja, am Bodensee hier. Geil, ne? Beste Poster ever im Original Star Wars Magazin. Oh, Biertest kommt gleich. Hier die alten Figuren. Ich kann euch nur sagen, top. Ich brauche das Journal of the Wills. Hier. Star Wars is everywhere. Ja, Mann. Alter, ist auch immer geil, wenn man diese hier Selfies macht oder so. Mann, sehe ich fett aus. Habe ich auch immer so einen Fettkopf. Das ist ja fürchterlich, ey. So, meine Freunde des guten und schlechten Biergeschmackes, komme ich zum nächsten Bier. Berg hochgekraxelt, habe ich ja gerade schon gesagt, ne? Da unten ist der See. Ich bin hier, hinter mir, Flachland. Obwohl, da hinten sind die Berge, die sieht man jetzt nicht. Also hier, wir haben jetzt ein... Was ist das? Mach doch mal scharf hier, du Sau. 525 Jahre, Münchner Bier. Ey, da habe ich schon wieder Münchner Bier. Das kann nicht sein, ne? Warte, oh, ich komme nicht hoch. Boah, hier hat einer hingejeiert, Alter. Wer spuckt denn hier hin, Alter? Also so viel Ölaugen habe ich hier gar nicht gesehen. Aber egal, da hinten ist ein Kreuz, auch nicht schlecht. So, ich zeige euch das mal. Und zwar ein Oktoberfestbier, gebraut nach dem Reinheitsgebot. Ja, ja, Augustiner Brauerei München, gegründet 1328. Oktoberfestbier anno 1926. Kühl- und Dunkellagern, ja, ja. Münchner Bier hat hier immer ein Special-Dings, ne, drauf. Was haben wir denn? Prozente. 6,3. Wenn die gleich nach Hause kommen, werden sie sich freuen, ne? Die Glocken, die Glocken. Geil, ist jetzt da hinten, wie die Wolken leuchten. Könnt ihr jetzt nicht sehen. Achso, ich probiere erstmal, ne? Hier steht auch gar nicht, was das jetzt ist. Weißbier, keine Ahnung. Hat auch gar nicht so geschäumt. Also riechen tut's schon mal. Sehr hefemäßig, aber mal gucken. Ey, verdammte Scheiße. Ich hatte ja das eine, das war ja auch so ein Münchner, ne? Das war auch nicht schlecht. Ja, scheiße. Auch nicht so schlecht. Also lass mich das mal schnell trinken, wenn ich gleich anfange zu würgen. Ne? Also ich meine, das passiert mir ja bei Kronex auch. Aber dann weiß ich, dass ich schmecke. Dass ich noch schmecke und es schmeckt. Aber, Boah. Gibt auch direkt einen Schluck auf. Aber das sind die einzig gekühlten da in diesem Edeka-Laden. Die haben extra so ein Ding, Alter, mit hier Schiebetüren elektrischen, Use the Force mäßig. Und dann stehen da aber nur, glaube ich, 4 verschiedene Sorten Bier drin gekühlt. Oh. Und eigentlich haben die ja viel mehr da drin. Oh, warte mal.
Eieieiei. Ja, spitze. Ah, jetzt geht da hinten das Leuchten weg. Ich wollte gerade noch mal auf die Berge gehen. Ich mache mal hier kurze Werbung. Ja, auf der Bank kann ich es nicht stellen, weil die Bank etwas schräg gebaut ist. Und wenn ich hier das Bier hinstelle, kippt das um. Das wollen wir ja nicht. Hier wird kein Bier verschüttet. Und ich schütte hier auch keine Nüssel weg. Nüssel. Ich nüssel, aber lass die Nüssel auch da. So, ich zoome mal da vorne nochmal ran. Warte, Abracadabra. Ja, schade. Gerade hat das noch ein bisschen geiler geleuchtet. Aber das kann man ja bearbeiten, ne? Und ich wackel wieder zu sehr, es macht keine Schärfe. Ich bin so ein Wackelkopf, ey. Luft anhalten ist auch schwer. Lieber wieder Bier testen. Und das Krasse ist, ich habe schon wieder, ich glaube jetzt bestimmt 12 GB weg. Gestern glaube ich erst wieder eine 16 GB Karte geholt. Bin auch doof. Man hätte einfach mal mehr holen müssen, ne? Aber ich habe immer Angst, dass es geht dann kaputt, weil mir ja schon ein paar Sachen jetzt mal abgestürzt sind. Und was machen meine Pickel hinten? Ja, die Mücken müssten auch langsam alle verreckt haben. Boah, da hinten, ey, aber das könnte ich euch so nicht zeigen. Hinter dem Kran. Ey, diese ganzen Bergspitzen und so, das ist schon massive, ey. Ja, aber meine Kamera ist, glaube ich, zu kacke. Da hinten, die Fähre fährt auch nicht mehr. Ja, jetzt leuchtet da hinten wieder die Wolken so geil. Aber egal, hier. Das leuchtet auch so geil. Ja, guck mal, hier könntest du am helllichten Tag jetzt oder in der Abenddämmerung unten noch diese Stromkästen besprühen. Ist natürlich ein bisschen doof hier, mitten in der Natur, ne? Aber irgendwo müssen die ja hier, weiß ich nicht, ihren Strom herkriegen. Was weiß ich, früher war das alles so Überlandleitung. Weiß ich noch, da waren diese kleinen Türmchen immer. Da war eine Mücke auf meiner Glatze. Ich habe sie gespürt. Habt ihr sie gesehen? Ich weiß nicht. Geil, hier kannst du voll unten runter gucken, wenn die Autos kommen und so. Ich möchte mal wissen, wo die ganzen Leute abends hier feiern gehen oder so. Also ohne Auto bist du ja eh am Arsch. Ja, das hat schon so ein... Ey, dass ich mal Oktoberfestbier trinke, ne? Ist auch der Witz, ey. Kann nie sein. Aber ich kann euch sagen, das neue Star Wars Magazin ist da. Und selbst hier gibt es das, natürlich. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich habe ja schon Star Wars Fans hier getroffen, ne? Was ich aber besonders schön fand, ist wieder hinten. Wo ist denn die Sammlerecke hier? Leck mich doch in den Arsch, Alter. Meine. Oh, hier kann man so einen Star Wars Laptop gewinnen. Ich mache da mal mit. Und Lego Star Wars kann man auch gewinnen. Und das finde ich auch gut. Ups, ja, das hier kommt aber in Deutsch, dauert wohl noch ein bisschen. Hier, super Bericht. Ne? Kim Simmons, der die ganzen Star Wars Fotos gemacht hat, also hier auf Karten, auf Kartons halt, ne? Diese ganzen Werbesachen und so. Super geil, habe ich schon halb durchgelesen. Er hat da bis 2000 bei Kenner gearbeitet. Und wenn man das sieht, super. Also doch nochmal ein kleines Star Wars Special heute in dem Video, ne? Ja, irgendwas muss ja da drin sein, das kann ja nicht ohne sein. Entweder ohne Bier oder ohne Star Wars, aber beides geht nicht ohne, also beides zusammen drin. Und hier, Micro Machines und so. Hammer. Ja, ich werde jetzt auch ein Abo abschließen halt so, weil das ist doof. Das Journal of Wills brauche ich auf jeden Fall auch immer, das Magazin, das Hammer. Und diese Karten, da könnte man natürlich auch nochmal ein Unboxing-Video zu machen, ne? Jetzt gibt es auch noch Lego-Sammelkarten, ey, ich kack ab, es gibt alles. Wo ist meine Seele? Also hier, die Teigseele. Ich muss noch was essen. Aber ich trinke noch einen Schluck. Warte mal. Oh. Ja, guck mal, hier hörst du nichts. Hier hörst du nichts. Da kommt ein Jogger. Ja, sportlich, sag ich, ne? Ich aber auch. Aber jetzt geht's hustet er. Jetzt, wo er vorbei ist. Gerade zieht er hier voll durch. 10 Meter weg fängt er an zu husten, Alter. Das sind Sportler. Boah, der Wald. Ich will auf jeden Fall die Tage auch noch in den Wald. Entweder da hinten drauf, hier über meiner rechten Schulter. Oder hier ist auch noch ein Wald. Da hinten. Beziehungsweise nennt man das, glaube ich, Forst, ne? Der ist ja nicht so groß. Oh, da hinten sind Blinklichter. Aber ich habe da Bock, weil das ist da sehr dunkel. Auch tagsüber. Oh, jetzt kommt der Sheriff mit seinem Hund da hinten aus den Felder. Hier kommen überall Menschen. Überall Menschen. Habe ich heute noch gesehen. Große Libellen. Da kommt schon wieder einer mit Hund. Alter, was ist denn hier los abends? Große Libellen habe ich gesehen. Eidechsen. Ich sehe den Sternenhimmel. Boah, ich sag dir, also dieses Oktoberfestbier, das knallt schon gut. Das macht schon, aber ich esse noch ein bisschen Seele, bevor die gleich knochenhart wird, bevor die Seele hart wird und vertrocknet, ne? Aber warte.
Ist da hinten schon wieder. Ich höre schon wieder. Oh, da hinten kommt ein Trecker. Ein Trecker. Sag ich so ein Kümmel, Alter. Ach ja. Ja, schade. Jetzt haben wir eigentlich, glaube ich, Vollmond. Deswegen habe ich auch so einen Durst. Ich Idiot, habe jetzt gar nichts angekauft. Morgen ist Sonntag. Wo kriege ich denn da Bier her? Ohne dass ich wieder 2-3 Euro bezahlt für eine Kanne. Obwohl hier kostet im Schnitt eh jedes Bier einen Euro, glaube ich. Zumindest da im Supermarkt. Aber ich hätte gerne den Mond gefilmt, weil der ist ja echt groß und geil. Was ist denn das da hinten? Entweder ist da eine Fähre auf dem Bodensee oder das kann doch keine Insel sein, obwohl das sieht echt groß aus. Ich trinke noch einen Schluck Bier und dann zoome ich mal ran. Sieht man das? Boah, ich wackel so, ich atme, stimmt. Nicht reden, nicht atmen. Scheiße. Boah, das gibt's doch nicht, ey. Wackel doch nicht so, du Eierkopf, ey. Ich erkenne es nicht. Das kann ja nur eine Fähre sein, aber warum ist die denn mitten im Wasser? Damit kein Pirat das kapert? Wir haben Erdbeben, ich kann leider nicht besser filmen, tut mir leid. Hör mal, die Stimmen. Alter, wie geil. Ach, ich bin immer noch auf Zoom, scheiße. Vor allem auf Vollzoom, dann war das bestimmt gerade toll mit meinem Gesicht, Alter. Ey, da unten gerade, hör mal. Da machen voll viele so. Ist das so ein Ritual? Vielleicht sind da so nackte Hexen im Wald am Tanzen dran oder so. Ich weiß es nicht. Also ich hätte echt Bock, jetzt gleich im Dunkeln nochmal in das Dorf zu gehen. Hört mal. Besessene Kinder. Der Wald schrat. Ja, aber wie gesagt, also ich hätte ja Bock, jetzt nochmal im Dunkeln da runter zu gehen, aber da ist ja nichts. Du hast da diese Restaurants halt. Ne, was war das? Sarah's Diner, das und das. Da siehst du so ein paar jüngeren Semester halt so. Also die dann schon über 20, wahrscheinlich 30 sind so, aber sonst ist da nada. Ja, und die Fähre ist echt mitten auf dem See, auch interessant, ey. Ich dachte, hier gibt's eh keine Kriminalität. Außer vielleicht Inlandsdrogenschmuggler. Ich warte immer noch drauf, dass ich hier so ein Hanffeld entdecke oder irgendwie sowas. Wer weiß, was die hier so alles machen, ey. Da ist voll Theater, da ist bestimmt so eine Party zu Hause. Weißt du, die Eltern im Urlaub so, die gerade 18 oder? Psst, ich trinke lieber noch was. Alter, ist der denn bescheuert? Das Ding fängt alle paar Minuten an. Er fängt schon wieder an. Aber wo ich da gerade runter gucke, da ist nämlich noch so ein Türmchen, wo ich meinte, wo die Oberleitung früher mit Strom waren. In den Dörfer und so. Ich zoome da mal eben hin. Vielleicht können wir auch sehen, was da los ist, Alter. Bumsen die im Auto oder warum geht das alle paar Minuten an, da die Alarmanlage? Gibt's ja nicht. Klar, das ist das Stromtürmchen. Boah, da merkt man erstmal, wie man zittert, weißt du? Alter, ich bin hier am Abzittern. Ja, ich werde gerade angegriffen. Da ist der Glockenturm, wo ist er? Ja, 19 Uhr machen die aber auch richtig hier Feuer mit den Kirchen, ne? Gestern waren auch so geil wäre, wenn jetzt mal so Sturmwarnung auf dem See wäre, dann würden nämlich an der Ufer überall diese Warnlichter leuchten. Leider auch nicht. Okay, hier kommt auch kein Schwein her, Alter. Wie geil das ist. Also ich fahre hier irgendwann noch, also jetzt in den nächsten 2-3 Jahren fahre ich hier nochmal alleine hin. Dann wird halt mal ein bisschen gespart und dann machst du hier schön, Alter, ein auf ländlich und so. So auf Rentner-Styles, ne? Ich find's geil. Muss auch gucken, was hier für Feste sind. Ich meine, wir haben ja jetzt eh schon Mitte September, ne? Ja, Frösche haben hier früher, waren hier noch früher viel mehr. Und wie gesagt, Eidechsen, große Grashüpfer, eine große Libelle habe ich vorhin noch gesehen, aber ich bin ja immer zu langsam. Das Eichhörnchen habe ich kurz noch da abgefilmt, aber das war's auch. Boah, ab und zu stinkt die Luft auch ein bisschen.
Mann, Alter. Ja, und sprühen wäre hier geil. Nur so zwei, drei geile Pieces so. Nein, das liegt nicht am Alkohol. Ja, hier stimmt, hier ist irgendwo eine Party heute. Aber ich kann heute ja nicht mehr runtergehen, oder? Aber dann nehme ich keine Kamera mit, weil das reicht so schon, dass ich mit Star Wars Shirt auffalle, ne? Aber ich habe ja Gleichgesinnte schon gefunden. Apropos Gleichgesinnte. Oh. Da sind die Stimmen, da gehe ich runter, aber. Ne? Obwohl die saufen einen hier eh unter den Tisch, weil die wahrscheinlich nur immer so was trinken hier. Prostata. Ich höre eine ganze Gang da unten. Oh, die streiten sich schon. Oh oh, das wird mir zu explizit. Ich mach mal Kamera aus, ne? Geil. Jetzt kommt ein Auto hier hochgefahren, Alter. Ich denke, das ist ein Fußweg. Ja, der muss ja hier hochkommen, oder? Ach so, kann auch sein, dass er jetzt den Weg da runterfährt. Ich dachte schon, jetzt kommen sie hier. Aber ich werde gleich erstmal diese Capri-Sonne auch hier vorne in den Mülleimer schmeißen. An diese scheiß Touristen, Alter. Was ist denn los mit euch Affen, Alter? Da lässt eine Capri-Sonne hier liegen. Weißt du, 3 Meter weiter da die Treppe runter. Ist ein verdammter Mülleimer. Das kann man ja wohl mal machen, Alter. Wir sind ja hier nicht in der Stadt, weißt du? Selbst da kriege ich schon Psychos, Alter, wenn sie ihre Kippen überall hinschmeißen und... Ja, egal. Aslaks, Alter. Geil, wieso scheint denn die Sonne jetzt da? Die muss viel weiter rechts sein. Aber die spiegelt sich leicht auf dem See, aber passt. Meine Kamera rafft das wieder nicht. So ein kleiner Spalt ist das nur. So ein kleiner Spalt wie so ein kleiner Schluck, den ich noch habe. Und dann aber die 6,3% oder wie viel hatte der? Ich kann gar nicht mehr lesen. Ja, 6,3%, Alter. Das habe ich gestern gar nicht gesehen. Also stell die doch zwischendurch mal anderes Bier da rein. Vielleicht merken die ja jetzt auch, dass irgendeiner da alles kauft. Er macht auch schon Licht an da unten. War bestimmt hier gerade in der Apfelplantage kurz noch einen wegstecken. Alter. Ey, das ist doch der Hass, oder? Da vorne ist ja auch so ein Hotel halt, so ein Hof. Mit Feriendingern. Das kann doch nicht sein. Überleg mal, du machst da Ferien. Und alle 10 Minuten geht das scheiß Auto los und macht da der Alarm. Das ist ja ein paar hundert Meter weg hier, ne? Aber da kriegst du ja noch einen Rappel. Könnte mich schon wieder aufregen, aber ich bin ja im Urlaub. Hier, alles wird gut. Seht ihr? Tutti.